Wer in Lonau im Tal der Abenteuer unterwegs ist, der sollte natürlich seine Blicke nicht nur in die Ferne schweifen lassen, denn hier gibt es im Kleinen auch die Welt zu entdecken. Ist man in Lonau unterwegs, dann kann man also nicht nur seltene Pflanzen und größere seltene Tiere, also Wildtiere sehen, sondern man entdeckt immer mal wieder kleine Schmuckstücke wie diesen Feuersalamander, der mitten auf dem Weg gerade in der Sonne gesessen hat, als ich vorbeigekommen bin. Und das sind dann halt die wirklichen Abenteuer, die man hier in der Wildnis erleben kann. Und er krabbelt jetzt ein bisschen weiter. Und deswegen werde ich ihn gleich aufnehmen und über den Weg transportieren, weil ich möchte, dass ihm nichts passiert. Der flüchtet nämlich schon vor mir. Uiuiui. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben es geschafft, das Video bis zum Ende zu schauen. Vergessen Sie nicht, den Channel zu abonnieren und über einen netten Kommentar freue ich mich auch immer. Hier sind noch zwei Vorschläge, die jetzt unbedingt angeklickt werden wollen. Und ab und zu mal im Channel vorbeischauen.